Hallo liebe Jugendlichen und herzlich willkommen zu einem neuen Intervall-Workout. Wir werden heute wieder eine kleine Runde miteinander schwitzen, hier kurz und knackig. Wir machen einen Circle mit fünf Intervallen, wo sich zwei Übungen jeweils immer miteinander abwechseln und dann springen wir ins nächste Intervall und dazwischen sind immer 30 Sekunden Pause. So, wir werden aber uns wie immer erstmal so ein bisschen warm machen, das Ganze heute mal dynamisch. Zwar gehen wir in den Kniehebel auf, aus den Beinen heraus. Hier schön hochziehen, wechselseitig. Jawohl. Und die Arme kommen mit ins Spiel. Wir schließen oben über Kopf und wandern wieder runter. Bis auf Rumpfhöhe. Sehr gut. So, wir verändern wieder. Die Beine gehen zum Hampelmann und die Arme bleiben oben. So, Achtung, wir ändern das Ganze wieder ein wenig. Und zwar gehen die Hände zwischen den Beinen zu Boden und die Arme überschließen wieder über Kopf. Beine gehen unten zusammen, legt noch einen kleinen Sprung ein. Noch fünf, noch vier, drei, zwei, ein letzter. Okay, gut, ich denke, da sind wir warm. Können wir auch mit unserem Hauptintervall starten. Die erste Übung sind wieder Kniebeuge. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Wir gehen tief und richten uns aus den Knien wieder auf. Geht los, 30 Sekunden Belastung. Tief gehen und raus. Schön sauber bleiben. Rücken gerade lassen. Geht gleich weiter mit gesprungenen Ausfallschritten. Keine Pause. So wie normales Squats. Nur das Ganze gesprungen, nach oben raus und wieder tief reinsetzen. Haltet durch. Haben wir gleich geschafft. Okay, ihr könnt ausschütteln. Jetzt legen wir eine kurze Pause ein von 30 Sekunden und dann geht es auch gleich weiter im Ausfallschritt. Schüttelt nochmal ganz kurz aus. So, langsam bereit machen. Ausfallschritt sieht so aus. Beide Füße werden hintereinander aufgestellt. Und wir gehen aus den Knien wieder tief, richten uns auf, holen den Fuß wieder ran, in den anderen Fuß, steppen einmal nach vorne, tief in den Ausfallschritt, auch hier drauf achten, Rücken gerade, aus den Knien ungefähr 90 Grad Winkel bilden. Jawohl. Und wer das technisch schon gut hinbekommt, der kann ruhig auch ein bisschen schneller arbeiten, Tempo erhöhen. Sehr gut. So, Achtung, es geht gleich weiter in den Skater. Und zwar greifen wir einmal mit dem rechten Arm nach hinten und gehen mit dem linken Fuß, machen einen Step in die entsprechende Richtung mit. Auf geht's. Rechter Arm, linkes Bein. Okay, geschafft. Kurzes Päuschen, mal kurz runterfahren und dann geht es auch auf den Boden weiter. Es geht in den Plank, sollte auch wieder von euch schon mal gesehen haben. Für die, die es noch nicht kennen, das ist der Unterarmstütz. Wir legen uns einmal auf den Unterarm ab, hinten kommen wir auf die Zehenspitzen, der Rumpf bildet eine Parallele zum Boden und dann halten wir das Ganze erstmal wieder 30 Sekunden. Wenn das so zu schwer ist, der verkürzt den Winkel wie immer, legt die Knie auf den Boden ab und haltet die Position dann nochmal so. Bauch anspannen, Rumpf fest.
Geht gleich weiter im Liegestütz. Liegestütz Ausgangsposition einnehmen. Und aus dem Oberkörper nach unten fallen lassen. Aus den Armen wieder rausstrecken in die Streckung. Und wieder runter. Auch hier wieder gerne mit angewinkelten Beinen. Arme an den Körper ran rotieren. Nicht auf Schulterhöhe hier irgendwo drücken, sondern enger bleiben. Und dann schön sauber das Ganze. So, 30 Sekunden Pause. Und dann geht es auf den Boden weiter. Wir drehen uns noch einmal auf den Rücken. Denn wir machen jetzt Crunches. Wir drehen uns einmal mit dem Rücken auf den Boden ab. Die Beine sind angewinkelt aufgestellt. Füße sind auf dem Boden. Arme könnt ihr hinter den Kopf nehmen. Und dann geht es gleich damit weiter, dass wir aus dem Oberkörper nach oben kommen, in den Crunch gehen, uns leicht einrollen nur und wieder ablegen. Ja, es geht nur ums Einrollen und Ablegen. Der Rumpf bleibt auf dem Boden, der untere Rücken. Einfach nur einrollen und wieder lang. Hier ist die Spannung trotzdem immer ein bisschen halten. Sehr gut. Rollt euch so weit ein, wie es nur geht. Ausatmen, wenn ihr hochkommt. So. Und es geht gleich weiter im Bergsteiger. Wir müssen uns einmal umdrehen. Und es geht gleich weiter. Die Beine gehen wechselseitig an den Rumpf ran. Die Arme sind gestreckt. Das Gesäß ist unten. Und dann schön Tempo machen. Verausgabt euch richtig schön. Okay, dann lasst euch einfach mal fallen. Kurzes Päuschen. Letzte Runde, dann haben wir es geschafft. Es geht nochmal in den Superman. Hatten wir letztes Mal auch schon. Die Körperenden, Arme und Beine sind gestreckt. Die macht euch richtig lang. Und dann zieht ihr einfach mal Arme und Beine gleich nach oben in die Luft. Arme auf Schulterhöhe. Beine ziehen hinten mit hoch. Und dann halten wir diese Position. Es geht weiter in 4, 3, 2, 1. Und Endspurt. Auf geht's. Nochmal halten. Vorletzte Übung. So, und geht auch gleich weiter. Letzte Übung. Wir bleiben im Superman. Sieht man nämlich die Arme in der U-Position und machen kleine Zieher nach oben. Ziehen die Schulterblätter hinten zusammen und senken wieder leicht ab. Beine können hinten mit hochgehen. Und dann versucht ihr mal den Rumpf anzuheben und leicht abzulenken. Das ist echt geschafft. Okay. Großen Applaus, wir haben es geschafft. Legt euch mal ganz kurz ab. Atmet tief durch. So, okay. Gut, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen geschwitzt mit mir. Vielleicht sehen wir uns dann bald nochmal wieder. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.